Sie stehen jetzt am Bunker 132. Achtung, wir weisen Sie darauf hin, dass das Betreten sämtlicher Bunkeranlagen in dieser Region untersagt ist, da diese Rückzugsräume bedrohter Tierarten sind und die Bunkerruinen nicht gesichert sind. Sehen Sie hier nun das Filmdokument zur Westwahlpropaganda. Am 3. Juli 1939 gab Propagandaminister Josef Goebbels an den Leiter der deutschen Wochenschauzentrale, Dr. Fritz Hippler, die Weisung, binnen 3 Wochen einen Propagandafilm über die Verteidigungsanlagen im Westen zu drehen. Der dokumentarische Film sollte 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen: dem Ausland die Stärke der Anlagen vorführen, der Bevölkerung die Gemeinschaftsarbeit am Westwall als großes völkisches Erlebnis zur Sicherung des Reiches vermitteln und den älteren Kriegsteilnehmern die Angst vor einem Zwei-Fronten-Krieg nehmen, der in ihren Augen zur Niederlage im Ersten Weltkrieg geführt hatte. So beginnt der Westwall auch konsequent mit einem Lauftext, der als erstes die Zahl des Schreckensjahres über eine rheinische Landschaft wirft, 1914. Damals sei das Deutsche Reich mit offenen Grenzen einer Welt von Feinden gegenüber gestanden. Dann erhebt sich ein mächtiger Reichsadler mit einem Hakenkreuz in den Klauen über dem Horizont. Die Zahl 1938 erscheint. Weiterhin wird gedroht, dass die alten Widersacher, wörtlich die westlichen Demokratien, es wieder böse mit Deutschland meinen. Zitat: Sie wollen über Deutschlands offene Grenzen den Krieg ins deutsche Land tragen. Schließlich verkündet die Laufschrift in fetter Fraktur: Der Westen des Reiches ist in größter Gefahr. Diesen Filmausschnitt halte ich für sehr bemerkenswert, weil er in wenigen Bildern die ganze Perfidie der NS-Propaganda aufzeigt. Sie appelliert an die Urängste vor Krieg, Not und Zerstörung. Sie erklärt den Schwächsten, die Tschechoslowakei, zum größten Aggressor, der ja eigentlich auch nur von den feigen westlichen Demokratien aufgestachelt wurde, die dann die Gunst der Stunde nutzend über die offene Grenze einzumarschieren drohen. Alles in allem hat die Ouvertüre des Films in nur 45 Sekunden tatsächlich die Funktionsweise einer aggressiven Kriegspolitik aufgezeigt, nämlich der von Nazi-Deutschland. Als Hippler Anfang August den Westwall in einem Fieseler Storch überflog, konnte er von oben kaum etwas von den, Zitat, gigantischen Großbaustellen im Westen des Reiches erkennen. Obwohl die Bauarbeiten im Sommer 1939 noch in vollem Gange waren, fand er wenige Drehorte, an denen er die Größe der Anlage und der Bauanstrengungen filmisch darstellen konnte. Eine Zeit lang überlegte er sogar, Filmkulissen zu bauen, so hat er es zumindest in seinen Erinnerungen geschrieben. Hippler bediente sich schließlich filmischer Tricks. Er provozierte künstliche Staus und filmte dann mit langen Brennweiten die endlose Kolonne vorbeifahrender Lastwagen. Arbeitsabläufe, die sich eigentlich nur 3-mal in der Stunde wiederholten, inszenierte er in derart rasantem Ablauf, dass man sich noch heute beim Betrachten die Frage stellt, wieso Männer eigentlich einen schweren Stahlträger munter und niemals außer Atem kommend pausenlos durch die Gegend tragen können. Schaut man sich die erwähnte Szene einmal als Standbild an, dann erkennt man im Hintergrund und links im Bild jede Menge weiterer Arbeiter, die jedoch keineswegs munter Stahlträger schleppen, sondern eher gelangweilt den Dreharbeiten zuschauen. Der Film verschweigt übrigens keineswegs die Dienstverpflichtung zum Bau, stellt allerdings die selbstverständliche Begeisterung der Arbeitermassen heraus, die dem Gestellungsbefehl nachkommen. Nach einer Sequenz mit Bildern des geselligen Barackenlebens mit Varieté und Hausmannskost gerät er geradezu zum Musterfilm des sozialistischen Realismus. Den Schlussakkord zu Musik und Handlung setzt dann eine gigantische Dampframme. Hippler verwendet in der Westwall auch Wochenschauaufnahmen, die Hitler in der Eifel beim Besuch des Westwalls zeigen, wahrscheinlich im Frühjahr 1939. Selbstverständlich ist Hitler hier ganz Herr der Lage, wirft prüfende Blicke in Bunker und auf Karten, dankt Franz Todt und geht mit Keitel in einen Bunker.
Noch während seines Besuches werden Granaten größten Kalibers in Geschützstellungen verbracht und ehe er sich wieder nach Berlin begibt, meldet bereits General von Witzleben im Völkischen Beobachter: Mein Führer, der Westwall steht und komme, was da wolle. Das Motiv vom angeblichen Friedenswall im Westen wird noch verstärkt durch die Filmmusik, die immer wieder das Motiv der Wacht am Rhein anklingen lässt. Mit dieser Szenenabfolge konnte Hitler vielleicht den deutschen Volksgenossen die Friedensabsicht des Deutschen Reiches suggerieren. Was diese Bilder aber nicht vermochten, sie konnten den Feind nicht von der angeblichen Stärke der Anlagen überzeugen. Zwar versuchte Hitler durch Aufnahmen im Vorbeiflug die Masse der Bunker darzustellen und der Sprecher erwähnt auch die vollkommen fantastische Zahl von 22.000 zum Teil schwerster Panzerwerke. Das alles sollte aber im Bild bewiesen werden. Am gesamten Westwall fand sich für den Dokumentarfilmer jedoch kein geeigneter Drehort. Nachdem die Idee, mit Filmkulissen zu arbeiten, aufgrund der Kürze der Produktionszeit nicht zu realisieren war, erinnerte sich der Regisseur an das Artillerieversuchsgelände Hillersleben bei Magdeburg, auf dem unterirdische Kasematten mit elektrischen Grubeneisenbahnen und großen Waffenlagern vorhanden waren. Er ließ also, so schrieb er später in seinen Memoiren, eine Marschkolonne durch typisches Westwallgelände marschieren, reiste dann nach Hillersleben und drehte eine Einheit mit gleicher Ausrüstung, die in ein großes Bunkertor einmarschierte, auf dem in weißen Lettern Werkgruppe Scharnhorst, Panzerwerk 1238 stand. Eine Aufschrift, die Hitler selbst dort hatte anbringen lassen. Auch die dann folgenden Innenaufnahmen, die weit verzweigte Tunnels, Personenbahnen, Aufzüge und gigantische Waffensammlungen zeigen, wurden auf dem Übungsgelände aufgenommen. Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass es im Oder-Warte-Festungsbogen tatsächlich solche Anlagen mit Grubenbahnen gab, jedoch in viel kleinerem Maßstab. Auch der Name Werkgruppe Scharnhorst war dort verwendet worden. Der Film endet mit filmischen und musikalischen Montagen, in denen sich das Motiv vom Schlager Flieger, Grüß mir die Sonne und dem nationalistischen Lied von der Wacht am Rhein mischt. Fritz Hitler war im darauffolgenden Jahr im Übrigen verantwortlich für den antisemitischen Hetzfilm Der ewige Jude. Nach dem Krieg wies er jedoch alle persönliche Schuld mit dem Verweis auf den eigentlichen Auftraggeber Josef Goebbels zurück und stellte in den 50er Jahren unter Pseudonym einige Kompilationsfilme zum Zweiten Weltkrieg zusammen. Starten Sie jetzt das Multimedia-Dokument B6 mit kommentierten Bildern vom Westwall, der Maginot-Linie und dem Atlantikwall.